Die Nintendo Switch. An sich vom Konzept her meine Lieblingskonsole. Gerade weil es von meiner Lieblingsfirma Nintendo kommt. Dennoch gibt es einige Sachen, die jetzt im Laufe von fast 2 Jahren mich einfach extrem stören. Und wo ich mir gedacht habe, wo ich ja letztens schon über den Online-Modus ein bisschen hergezogen habe und sehr viel Anklang gefunden habe, werde ich mich jetzt ein bisschen hinsetzen und mit euch meine Top 5 Switch-Enttäuschungen euch mal präsentieren. Wie gesagt, vorweg, ich liebe den Nintendo Switch, ich liebe Nintendo, aber trotzdem diese 5 Sachen stören mich einfach. Und deswegen lehnt euch zurück. Viel Spaß! Fangen wir an mit einem Thema, was mich einfach so lange schon stört und was ich jetzt unbedingt mal loswerden will, und zwar die Virtual Console. Wieso haben wir noch keine Virtual Console? Also, dass wir im eShop einfach alte Spiele, auch die geilsten Titel von der Wii U haben zum Runterladen und wir die dann einfach sozusagen emulieren können auf der Switch. Einfach Mario 64 runterladen im eShop und auf der Switch zocken unterwegs. Wie geil wäre das denn? Aber nein, Nintendo hat sich da bis jetzt noch nicht zu geäußert. Und Leute, mir ist klar, sie wollen manche Spiele nochmal remastern oder aufarbeiten und dann nochmal als Release auf die Switch bringen. Sollen sie das machen, Leute? Ich habe da nichts gegen. Zum Beispiel wie mit Donkey Kong oder Mario Kart 8 Deluxe oder jetzt Mario Bros. U. Kein Problem, aber trotzdem wünsche ich mir einfach eine Virtual Console und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Und außerdem wäre es für Nintendo so gut wie keine Arbeit, weil die Spiele und die ROMs haben sie ja. Sie müssen nur einen laufenden Emulator für die jeweiligen Plattformen auf die Switch kriegen, was aber auch nicht so schwer sein dürfte. So, der nächste Punkt ist ein bisschen umstritten, aber für mich ist es einfach Fakt, dass die Leistung der Switch, also das, was sie grafisch und CPU-mäßig leisten kann, einfach zu schwach ist, Leute. Also ich bin ganz ehrlich zu euch, natürlich die Exklusivdinger, wie jetzt ein Breath of the Wild oder ein Mario Odyssey, die sehen auf der Switch auch im Handheld-Modus einfach genial aus. Aber wenn man sich dann mal Breath of the Wild auf dem Emulator am PC reinzieht, wie geil, in Anführungszeichen, Breath of the Wild eigentlich aussieht, wenn sozusagen dieser verschwommene Filter weg ist, was ja eigentlich nur die geringe Auflösung des Switch ist, dann sieht man mal, wie geil und wie gestochen scharf es aussehen hätte können. Wäre es zum Beispiel auf der Xbox One X released worden oder sonstiges. Und mir ist klar, dass das auch alles nicht verglichen werden kann mit den anderen Konsolen wie PS4 oder Xbox One X, weil die kann man nun mal nicht Handheld mitnehmen und die Leistung muss auch nicht in so einen kleinen, flachen Gehäuse reinpassen. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wenigstens im Dock-Modus einiges an Leistung dazukommt, was ja immer noch damals im Raum stand, sozusagen, dass es Spiele gibt, die man vielleicht nur im Dock-Modus spielen kann, die dann aber grafisch um einiges besser aussehen. Einer der neuesten Release im eShop, nämlich Ark Survival Evolved, Leute, zieht euch das mal rein, wie es auf der Switch aussieht. Das grenzt schon wirklich an Nintendo 64-Zeiten an, also wirklich, das ist extrem peinlich, was aber die perfekte Überleitung ist für den nächsten Punkt. Und zwar, dass es einfach zu wenig Third-Party-Spiele gibt, also Spiele von anderen Entwicklern, die nicht von Nintendo kommen, die zum Beispiel auch auf Multiplattform-Spiele aus sind, wie zum Beispiel From Software. From Software bringt zum Beispiel im Frühjahr jetzt ein Spiel, wo ich mich wohl am meisten drauf freue, raus, und zwar Sekiro Shadows Die Twice. Was natürlich nicht für die Nintendo Switch rauskommt, weil die Nintendo Switch einfach zu schwach ist und es einfach grafisch gar nicht wiedergegeben werden könnte. Deswegen bin ich gezwungen, das für eine andere Plattform zu kaufen einfach. Und das finde ich einfach so schade, dass die Switch sich einfach so aufgrund ihrer Leistung außer Konkurrenz schießt. Natürlich will sie vielleicht gar nicht da mitspielen und will gar nicht jetzt das neue Anthem oder das neue Call of Duty abspielen können, und vielleicht ist das ja gar nicht die Intention von Nintendo, weil sie ja immer noch mehr oder weniger ihr eigenes Ding immer machen, und dafür liebe ich sie auch, aber trotzdem wäre es möglich, rein theoretisch auf der Switch, wäre die Switch einfach um einiges erfolgreicher, sprich Nintendo verdient mehr Geld. Mehr Geld bedeutet für uns mehr und bessere Spiele, in die sie dann Entwicklungszeit und Geld reinstecken können, und da profitieren eigentlich nur alle von. Und falls jetzt welche kommen und das mit dem Third-Party-From-Software-Argument mit der Dark Souls Remastered bringen wollen, die ja Monate später kam als der eigentliche Release, obwohl ja Nintendo das als Erstankündigung gebracht hat damals für die Switch, kam es für die Switch letztendlich als letztes raus, was richtig schade war, und dazu sah die Version auch noch wirklich nicht so geil aus. Kommen wir mal zu dem Online-Modus nochmal kurz. Ich habe es ja schon angeteasert in einem anderen Video, ihr werdet es hier oben rechts unter dem i auch nochmal finden. Da habe ich wirklich alles aufgezählt, was mich wirklich extrem stört. Nicht, dass es kostet, aber das, was man kriegt, ist einfach zu wenig. Und das, was laufen sollte, läuft nicht beim Online-Modus. Und beim Online-Modus zähle ich auch sowas wie Party-Chat dazu. Ein Achievement, also ein Erfolgesystem, Trophäensystem, dass man sich Nachrichten schicken kann, dass man nicht immer diese Freundescodes eingeben muss. Alleine sowas, solche Kleinigkeiten. Wenn man Sprachchat mit einem Freund aus der Freundesliste machen will, dann muss man das über eine Smartphone-App machen, wo man einen Kopfhörer anschließt und so ein Blödsinn. Einfach so umständlich, wo sich Nintendo einfach selber Steine in den Weg legt. Was ich aber auch als extra Punkt hier nochmal einfach aufgezählt habe, ist der Online-Modus. Das musste einfach sein. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und das ist einfach der Nintendo eShop. Ihr merkt schon, dass fast alle Punkte irgendwie immer miteinander verzahnt sind, weil der eShop hat nun mal wirklich nur Dreck, um ehrlich zu sein. Leute, der hat fast nur Dreck, also zu 90-95% sind die Spiele da einfach Dreck. Das muss man einfach so sagen. Und da frage ich mich auch, warum Nintendo die da überhaupt reinlässt in den eShop. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Ark. Wie konnte Ark den Port auf die Switch kriegen, wenn das so aussieht? Ich glaube, das wollen die Ark-Entwickler nicht, plus Nintendo. Das ist ja einfach eine Schande für die Switch. Und das ist nur ein Beispiel von Tausenden. Es gibt natürlich da immer so kleine Perlen, sowas wie Hollow Knight oder sonstiges. Ist mir klar, das ist natürlich geil. Aber zum größten Teil ist im eShop wirklich, ich habe ja ab und zu mal geguckt und runtergescrollt. Ich dachte, ich habe mal wieder Bock auf ein schönes Switch-Spiel. Ich lade mir eins runter und ich finde fast nichts, weil da wirklich nur Scheiß ist. Natürlich ist das alles Geschmackssache, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Und das mag vielleicht auch damit zusammenhängen,
zusammenhängen, dass die Switch nicht so stark ist und dass deswegen halt nicht so grafisch anspruchsvollere Titel dort im eShop sind, auch von Third-Party-Entwicklern natürlich nicht. Und eigentlich haben wir von der Nintendo Switch immer im Jahr ein, zwei Spiele. Also ich bin ehrlich, in diesem Jahr haben wir den Wii U-Port von New Super Mario Bros. Jetzt im Januar. Dann haben wir noch ein Animal Crossing Metroid. Und ansonsten sieht es auch so ein bisschen dünn aus für Nintendo dieses Jahr. Deswegen, es kommen natürlich noch Directs, wo noch was angekündigt wird. Und ich hoffe ja immer noch auf irgendwas Mario Odyssey-mäßiges, einen zweiten Teil oder wenigstens ein riesen DLC, was jetzt fast 2 Jahre nach Release, denn in diesem Jahr, im Oktober ist das Spiel 2 Jahre alt, dann wird es auch mal Zeit, dass mal wieder was kommt. Oder Breath of the Wild mal irgendwas angekündigt wird, irgendwas Neues. Trotz alledem wird die Switch natürlich noch super verkauft. Sie ist eine beliebte Konsole, weil sie auch vom Konzept mit dem Handheld und auch von der Qualität her ziemlich hochwertig ist und sich einfach gut anfühlt. Und ich liebe die Konsole auch dafür. Und ich hatte schon mit der Konsole echt eine geile Zeit. Deswegen schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Es ist ziemlich kontrovers, mal sowas zu machen, dass ich als Nintendo-Kanal die Nintendo-Hauptkonsole zurzeit einfach in ein kritisches Licht stelle. Aber ich wollte einfach mal das Ganze nicht nur mit der Fanboy-Brille immer betrachten, sondern euch mal ein bisschen realistisch betrachten, wie ich dazu stehe. Und das sind einfach die Sachen, die mich ein bisschen stören an der Switch. Aber ich finde, einen richtigen Fan macht auch das aus, dass er das, was er liebt, auch mal kritisiert. So, jetzt bin ich raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.